willkommen zu einem neuen Let's Play mit Star Wars Outlaw. Ja, wo bin ich gerade? Ich bin gerade bei dem Pike-Syndikat hier auf der Ecke. Und zwar gab es hier zwei kleine Quests zu erledigen. Einmal was mit dem Tresorschlüssel besorgen und einer Quest, die ich hier hinten... Wo war das jetzt? Ach ja, das war in Mirogana. Mirogana? Nein, war nicht Mirogana. Das war in Yauntas Hoffnung bekommen habe. Da haben sich zwei unterhalten über eine Farm, wo der Farmer abgehauen ist und dementsprechend das gesamte Vermögen mitgenommen hat. Jo, das habe ich dann mal hier gemacht im Offline-Betrieb. Und das war auch ganz gut so, weil das war eine langwierige Geschichte. Ja, jetzt von Pike gewimmelt. Jetzt sind wieder ein paar da. Und da hinten sind Pikes und hier vorne waren Pikes und ich habe die alle mit dem Lähmungsblaster erledigt. Und das Nachladen, das hat natürlich einiges an Zeit gekostet. Und das wollte ich dann im Let's Play nicht unbedingt gerade zeigen. Was ist das? Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Was ist das hier? Okay. Ich wollte eigentlich die Quest machen hier mit Sabotage. Triffwerks Kontaktperson, das war nämlich hier in der Nähe. Da hätte ich kurz hinlaufen können. Jetzt bin ich aber jetzt hier. Aber es wird mir hier auch nichts angezeigt, was das ist. Irgendwelche Schätze zu finden? Willst du das haben, Nix? Also ich habe jetzt keine Lust, darunter zu springen, also schicken wir Nix hin. Gut gemacht, Nix. Da ist noch was. Nix, schnapp dir das. Du packst das, Kumpel. Okay. Weißt du nicht, wie das Ding hier reingekommen ist? Ich sehe aber auch nicht mehr und ich sehe auch nicht, wie ich hier raufkommen sollte, wenn ich jetzt da runter springe. Ich will es nicht wagen. Okay. Mal meinen Blitzer.
fahren wir. Hey, Kumpel. Mhm. Brauche ich wieder eine Waffe, die Steine sprengt? Map? Die notieren. Jetzt mir dann noch mal ein. Oder kann ich da eine Granate vorschmeißen? Ah, Rauchbombe wird auch hier drüber gemacht. Tierchen, kommst du da mal weg? Danke. Nö, kein Kratzer. Okay. Müssen wir dann nochmal wiederkommen, wenn ich dann die Waffe habe? Aha. Hallo, Verrick schickt mich. Nenn mich Monda. Du bist neu. Ich bin Kay. Das ist Nix. Na gut, Kay und Nix. Der Auftrag. Geht rein, schnappt die Kundenliste, platziert die Bombe am Generator. Das öffnet die Gehege. Damit ist deren Operation gelaufen. Okay, und die Bombe? Da drüben ist eine Standard-Baradium-Ladung mit Zeitzünder. Oh, ja, klar. Baradium. Verwende ich doch ständig. Es ist Zeit, eine Bombe zu legen. Okay. Ach, da bin ich vorhin durchgeheizt. Mhm. Pikes.
Hier sind bestimmt einige Leute, die ich nicht sehe. Die wollen nicht spielen, Nix. Nee. So, und der Auftrag lautet jetzt nochmal wie? Eine Baradiumbombe. Okay. Nee, das ist aber nicht mit. Schade. Was ist das denn da hinten eigentlich? Ich soll doch hier eine Bombe an den... Okay. Und da hinten einbrechen. Und jetzt mir eben gerade erzählt, soll die Bombe an irgendeinen Generator anbringen. Kannst du mir das nochmal erzählen?
Okay. Was hat es mit diesen Tieren auf sich, Monda? Robumas. Stinken fürchterlich, aber die Häute kann man so behandeln, dass die Gundag-Leder ähneln. Und was passiert mit ihnen? Du befreist sie. Ich denke, ich soll da in dieses... Schön leise, Nix. Sieht aus wie eine private Landeplattform. Ha. Meinst du, wir dürfen sie benutzen, Nix? Glaube ich nicht. Da vorne sind Pikes. Naja, ich speichere mal hier ab. Nee.
Ich kann nicht möglich. Gut. Frage beantwortet. Also hier hätte ich aufrufen gekonnt. Nicht hochgekannt. Ich nicht rum. Los, lenk sie ab, Nex. Hm? Gut, dass er da. Okay. Kicker der neue sei ihre Feinde beschwätzen und sich so die wertvolle Zeit erkaufen, um abzuhauen. Besiege Gegner, die unter dem Einfluss von Beschwätzen stehen, mit dem Betäubungsschuss. Ach du Grüne. Die will man jetzt so nicht. Allen Ernstes erzählen, dass ich hier drei Leute beschwatzen kann und mit einem Betäubungsschuss alle erledige. Ermöglicht die Benutzung von Beschwatzen gegen alle nahen Gegner gleichzeitig. Drücke bei entsprechender Aufforderung E, um alle Gegner in einem mittleren Radius abzulenken. Irgendwer würde was los.
wünschte, irgendwer würde was lostreten. Ziemlich ruhig heute. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Was ist da los? Das klingt nicht gut. Sie kommen in unsere Richtung. Wir brauchen mehr Platz. Schnappt sie euch. Lauf mir den Schild. Ich schlage Alarm. Jetzt sind nur noch wir beide da. Haltet sie auf. Was, nix? Okay. Ich finde dich. Hoffe nicht. Das sollten wir uns mal ansehen. Geht zurück an die Arbeit. Da sind die Pikes. Ärger im Anmarsch, Nix. Die sieht mich, wenn ich hier aufstehe und den Datenstift benutze.
war was. Na, komm. Hat nicht reagiert. Dann los. Schlitten. Vergraben vielleicht eine Runde, Sabank? Bin ich jetzt hier noch nicht eingebrochen in der Operationsgebäude? Langsam bekomme ich Hunger. Ich muss nur noch ein paar Kredits abschöpfen. Was war das? Na dann, zurück an die Arbeit. Ich brauche einen Nebenjob. Ein Freund hat mir erzählt, er hätte eine riesige Kreatur im All gesehen, die auf einem Asteroiden lebt. Ich glaube, der war zu lang da draußen.
Zurück an die Arbeit. Was die Mörder. Wie soll ich da in das Gebäude einbrechen? Wieso funktioniert das B nicht vernünftig? Siehst du was? Daneben geschossen? Sehr seltsam. Komisch. Amice? So, hier sind wir los, glaube ich. Erst die Liste, dann die Bombe. Jetzt ist Konzentration gefragt. Diese Arbeit macht mich nicht. Nichts. Alles sauber. Oh, vielleicht ist die Liste auf dem Holopuck. Die Hutten verschwenden dein Talent. Was wird das? Ein Angebot. Crimson Dawn will wissen, wer bei den Pikes kauft.
Gib mir die Liste und wir beide profitieren. Was ist mit Varric? Huttenschläger sind leicht zu belügen. Nur nicht blinzeln. Okay. Was, wenn ich Nein sage? Jetzt, wo du weißt, für wen ich arbeite, kann ich dich nicht gehen lassen. Okay, Monda. Wir sind im Geschäft. Und du hast einen Auftrag abzuschließen. Ich übertrage die Daten und du kümmerst dich um die Bombe. Crimson Dawn ist sehr profitabel. So, was haben wir denn da? Sieh dir das an. Ja, was denn? Ein nächstes Gorobian-Gürtel. Okay. Gut, hier haben wir jetzt alles raus. Ich soll jetzt die Bombe anbringen. Na komm, Nix. Auf zum Generator. Sieht gut aus, glaube ich. Hast du was angefasst? Ich habe nämlich nichts angefasst. Die Uhr läuft ziemlich schnell. Nix, der Knopf, drück ihn! Siehst du einen Ausweg, Nix? Na super. Ich glaube, ich mache hier nichts mit anschauen. Unschuldig, Nix. Wir lügen gleich die Hutten an. Na?
Hab gedacht, ich könnte runterrutschen. Okay, nochmal von vorne. Unschuldig, Nix. Wir lügen gleich die Hutten an. So, mal jetzt kurz gucken. Da geht's rum. Nur, aber da wird's gefährlich. Okay. Halt dich fest, Nix. Beric. Auftrag erledigt. Na, ich wusste, du kriegst das hin. Wir treffen uns bei Daruda in Yauntas Hoffnung. Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Prüf mal die Zünder deiner Bomben. Es hat doch funktioniert, oder nicht? Hast du die Liste mit den Käufern? Was für eine Liste? Da gab es nur Robuma-Kacke. Und Pikes mit Robuma-Aroma. Ich glaube, du verarschst mich. Siehst dir gern selbst an.
aber warte vielleicht, bis das Feuer gelöscht ist. Ich mag dich, Kay, aber für einen halben Job gibt es nur halbes Geld. Ach, geizige Hutten. War ja klar. Okay. Quest abgeschlossen. Crimson Ruf nach oben gegangen, Huttenruf nach oben gegangen. Tja, war doch gut. Bin kaum gestorben. Nur einmal, weil ich den Berg runtergerutscht bin. Naja, okay. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play genauso viel Spaß gemacht wie mir. Freut euch aufs nächste. Das Ende ist nicht abzusehen. Wir sind erst auf Planet 1. Deswegen, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.